Hallo Firefox-Freunde, ist euch das auch passiert? Der Firefox-Browser wurde auf die neueste Version abgedatet und nun sind bei eurem Lieblingstheme oder Lieblingsdesign, von jetzt an nenne ich es Design, sonst quassel ich mir noch einen Knoten in die Zunge, also bei eurem Lieblingsdesign die Zeilenabstände in den Menüs plötzlich riesig und vor allem dunkel. Ja, Mozilla hat anscheinend wieder mal den Code verschlimmbessert. Was also tun, wenn einem die Abstände und die schwarzen Dropdown- und Pop-Up-Menüs auf den Sack gehen und das Ganze lieber wieder so aussehen soll? Bezüglich den schwarzen Menüs kann man natürlich auf das helle Standarddesign von Firefox zurückgreifen oder sonst ein Design, welches standardmäßig weiße Menüs hat. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache und das Thema Abstände ist dadurch auch nicht gelöst. Deshalb hier mein Lösungsvorschlag, um in allen Designs die Abstände zu verkleinern und die Menüs nach Wunsch zu gestalten. Dazu benötigt es lediglich eine Änderung in den Konfigurationseinstellungen und ein kleines Script. Und so wird es gemacht. Als erstes rufen wir das Konfigurationsmenü vom Firefox auf. Dazu geben wir in der Adresszeile About Config ein und bestätigen das Ganze mit Enter. Dann erscheint ein Sicherheitshinweis. Dieser muss ebenfalls bestätigt werden. Anschließend geben wir in der Suchleiste den Begriff toolkit.legacy ein. Somit wird der benötigte Punkt herausgefiltert. Hier ändern wir den Status von False auf True, indem wir hinten auf den Button mit den zwei Pfeilen klicken. Ja, das war's eigentlich schon im Konfigurationsmenü. Diese Anpassungen sind nötig, damit die nachfolgenden Schritte von Firefox auch akzeptiert und ausgeführt werden. Als nächstes gehen wir zu den Profileinstellungen. Dafür geben wir in der Adresszeile About Profiles ein. Hier muss nun der Wurzelordner des Profils, welches gerade verwendet wird, geöffnet werden. Der Ordner wird daraufhin im Dateimanager geöffnet. Hier erstellen wir nun einen neuen Ordner. Dieser muss die Bezeichnung Chrome haben, alles klein geschrieben. Diesen öffnen wir dann und kreieren darin eine neue Textdatei. Auch diese öffnen wir dann, speichern sie aber gleich wieder ab. Hier aber sehr wichtig, beim Dateityp alle Dateien auswählen und als Dateinamen userchrome.css eingeben. Nun sollten im Ordner zwei Dokumente sein. Die Datei userchrome, welche beim Icon ein kleines Zahnrad haben sollte, ansonsten wurde die Datei nicht richtig gespeichert, und eine Textdatei. Die Textdatei wird nicht mehr benötigt, sie kann gelöscht werden. So, nun haben wir alles vorbereitet, es fehlen nur noch die Codierzeilen. Kümmern wir uns als erstes um die Zeilenabstände. Dazu geben wir in der UserChrome-Datei folgende Zeilen ein. Alle benötigten Codierzeilen habe ich natürlich in der Videobeschreibung abgelegt, sie können von da also einfach rüberkopiert werden. Anschließend speichern wir das Dokument, also nicht speichern unter, sondern nur speichern. Somit sollten die eingegebenen Zeilen dann auch greifen. Dann muss Firefox geschlossen und wieder geöffnet werden. Wenn alles geklappt hat, müssten die Zeilenabstände in den Menüs nun wesentlich kompakter sein. Falls das Ganze zu kompakt für euren Geschmack ist, kann mit der Pixelzahl rumgespielt werden. Also auf 3, 4 oder welche Zahl auch immer gesetzt werden. Setzt man das Ganze jedoch über 4 Pixel, kann man sich die Arbeit auch sparen, denn dann ist man wieder gleich hoch wie bei den Standardeinstellungen von Firefox. Jetzt kümmern wir uns noch um die Farben der Dropdown-Menüs. Dafür fügen wir in der UserChrome-Datei folgende Zeilen ein. Und speichern das Ganze natürlich wieder. Dann den Firefox schließen und wieder öffnen. Nun sollten die Dropdown-Menüs so aussehen. Noch kurz zur Erklärung. Die erste Zeile hier bewirkt, dass die Textfarbe in den Dropdown-Menüs schwarz ist. Die zweite Zeile, dass die Textfarbe von inaktiven, nicht auswählbaren Elementen grau ist. Zeile 3 erzeugt eine leicht graue Hintergrundfarbe in den Menüs. Zeile 4 sorgt für einen grauen Balken beim Element, über das man gerade drüber fährt. Und die letzte Zeile bewirkt ebenfalls einen grauen Balken, jedoch nur, wenn man über ein inaktives Element drüber fährt. Falls ihr euch fragt, was das hier für eine komische Buchstaben-Zahlen-Kombination ist, das ist einfach der Hexcode für die entsprechende Farbe. Diesen Code kann man auf diversen Webseiten ermitteln. Hier kann man eine Farbe und die entsprechenden Abstufungen auswählen und einfach den hinten angegebenen Code kopieren.
Wenn einem die Anpassungen in den Dropdown und den Kontextmenüs, also die Auswahl per rechter Maustaste, so genügen, ist es eigentlich mit diesen paar Zeilen getan. Wer nun aber das Ganze noch auf das Anwendungsmenü und den Dropdown-Möglichkeiten der Lesezeichenleiste erweitern möchte, muss noch folgende Zeilen in die User-Chrome-Datei einfügen. Auch hier verhält sich das Ganze wie oben. Dieser Code sorgt für ein kompakteres Aussehen, also für kleinere Abstände zwischen den Zeilen. Hier ist die schwarze Textfarbe, dann die Hintergrundfarbe, die Farbe für den Rahmen, eine graue Textfarbe für inaktive Elemente, dann die Farbe für Überschriften und hier noch die Farbe für die Trennlinien. Die letzten beiden Abschnitte sind dann wieder für die Farbe des Balkens beim Drüberfahren zuständig. Natürlich würden sich noch viele weitere Details anpassen lassen, wie Schriftart, Schriftgröße und so weiter. Aber wir wollen ja hier mal nicht übertreiben. Tja, und wenn man die ganzen Einstellungen nicht mehr haben möchte, geht man einfach wieder ins Konfigurationsmenü und setzt den Wert bei Toolkit Legacy wieder auf False. Oder man löscht einfach den Chrome-Ordner und dessen Inhalt. Ich bin natürlich auch kein Experte im Programmieren. Ich habe mir den benötigten Code auch nur zusammengesucht und auf das Nötigste reduziert. Falls es also noch Bugs hat, sei mir das bitte verziehen. Fehler oder Verbesserungen im Code könnt ihr mir gerne im Kommentar hinterlassen. Getestet habe ich das Ganze hier nur unter Windows 10. Ob es unter Linux oder macOS funktioniert, keine Ahnung. Ansonsten hoffe ich, jemandem damit weitergeholfen zu haben. Danke fürs Interesse, bleibt gesund und bis demnächst.